Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nachtaktiv Gaming. Ich, der Resturlaub, spiele mit euch weiter Uncharted 2. Wir sind auf dem Weg in ein Hotel. Das höchste Gebäude in Nepal scheint es zu sein. Und ja, wir gucken jetzt mal, wie wir da hinkommen. Hier ist eine Leiter. Können wir hier wieder eine Räuberleiter machen? Denn die gute Chloe ist wo? Zurück. Befreit haben wir sie alle mal. Toll. Und alles ganz ohne meine Hilfe. Dachte ich. Gut. Hier stand was von wegen halten. Da kommt sie schon. Schwing dein Hintern her. Na los, und runter damit. Viel zu schön, um sich drauf zu setzen. Na bitte, sag nicht, ich würde nichts für dich tun. Na, super. Kann mich übrigens nur wiederholen, die Grafik sieht wunderschön aus. War damals auf der PlayStation 3 auch eines der Spiele mit der Top-Grafik seiner Zeit. Ich glaube 2009 kam das Spiel raus. So, und der Häuserkampf geht wohl weiter. Na, da wollen wir unten drunter. Na? Dein Ernst? Munitionsverschwendung hoch 10. Ich würde hier gerne aus dem Fenster springen. Komm, hier lang. Na los. Ja, das Ding heben wir hoch. Die zwei Bretter eben müssen wir aber kaputt schießen. Augenblick! Will mir nur kein Spieler einfallen. Gute Manieren, was? Glaub mir, die kommen nie aus der Mode. Ganz der Gentleman. Oh, I, Tauben. Kapitel 6. Wunschkonzert. Lief es gut für den Widerstand. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? So, das heißt, der mit der Bazooka gehört uns. Gucken wir mal, ob wir da unauffällig hinkommen. Sehen gerade auch nicht. Den snacken wir auf jeden Fall ganz leise weg. Was bedeutet denn dieses Symbol über dem Kopf? Okay. So, Nummer 1 haben wir. Wo befindet sich... Ah, da oben. Oh, bis dann. Den Kollegen haben wir auch. Hey, der hat doch gerade noch eine Bazooka gehabt. Schade, ich hätte sie gerne genommen. Fertig.
weitergeht. Verdammt! In Deckung! Nein, 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 nein. Den haben wir auch. Jetzt nehmen wir mal dieses Schild. Einen Meter und lassen es wieder liegen. Wir bekommen Besuch. Ja, zurück. Dann können wir doch direkt das Schild wieder ausprobieren und das nicht mehr. Doch, das hier liegt. Wo liegt es? Da. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Oder das sieht er anders. Na, was für ein Tipp. Oh, hinter uns. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, nochmal Glück gehabt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. Oh, Mann. Wir werden es austesten. Ja, ich glaube, das war der letzte. Ich hoffe, es war der letzte. Schade. Schade Schokolade. Dann gehen wir mal hier weiter. Was nicht geht. Sehr gut. Wo ist Chloe jetzt? Eben stand sie noch hier links. Da ist sie. Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch. Geschafft. Ist ja gut. Okay. Nochmal Popo gucken. Geschafft. Ja. Ja. Und runter damit. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Wirklich clever. Es gibt einen anderen Weg. Und zwar hier lang. Und Jump. Okay, bin drin. Oh Mist. Ach ja, jetzt kommen sie auch schon gepanzert. Aber die größte Panzerung hilft auch nichts, wenn ich ihn mit Kugeln durchsiebe. So, nehmen wir doch den Fahrstuhl. Und wir nehmen mal seine Schrotflinte mit. War aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal.
Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Bloß nicht weglaufen. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Gut, Kabel können wir jetzt... Können wir jetzt so nicht folgen. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's. Wenn da ein Zombie... Aber oben ist doch schon mal ein guter Hinweis. Dann nehmen wir mal das Bett zur Hilfe. Und springen einfach mal runter. So. Oh, hier, das war doch eine schöne Pistole. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Ah, das sah ja auch zu elegant aus. Da musste ja irgendwann mal die Bremse kommen. So. Bloß keinen Krach machen. Ja. Okay, und rüber. Da sehe ich doch schon einen. Aber er hat mich nicht gesehen. Nach oben. Das war leicht. Wir gucken einmal kurz hier. Es ist vorbei. Den hätte ich gerne als Schutzschild genommen. Jetzt habe ich die Orientierung ein wenig verloren. Nein. Hier rüber müssen wir. Ich sollte vollkommen richtig sein. Cooler Abgang. Okay, das wäre natürlich ein coolerer Kill gewesen. Nützt aber nichts. Gucken wir, ob wir hier einen Weg lang finden. Hier war bestimmt ein Geheimnis oder so, aber da wir auf dem einfacheren Schwierigkeitsgrad Forscher spielen, sind Schätze nicht vorhanden im Spiel. Das heißt, bitte nicht wundern, wenn ihr denkt, hey, hier war doch mal was. Ja, dem ist jetzt nicht mehr so. Hier ist eine Tür. Kann ich da drauf schießen? Nein, aber wo die herkommen, kommen wir da hoch? Irgendwie? Irgendwo? Das war nicht ganz richtig, glaube ich. Aber wir starten hier wieder, das heißt, der Weg kann gar nicht so falsch sein. Jawohl, jetzt hat's auch geklappt. Nee. Brauchst gar nicht so schwingen, mein Freund. Wir möchten nämlich genau hier hin. Oh, die Schrotflinte war, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Nate? Nein. Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Nein, ich habe dich nicht vergessen. Hier müsste es nämlich sein. Und Fahrstuhl, öffne dich. Jetzt müssen wir hier wieder raus.
und den Weg zu Chloe zurückgehen. Oder ist sie hier? Ha! Bitte aussteigen. Warum will sie denn hier lang? Da ging es nicht lang, liebe Chloe. Können wir hier vielleicht nochmal einsteigen? Nein. Nach da unten, das bringt nichts. Dann müssen wir jetzt vielleicht hier wieder die Treppen runter. Das, was ich vorhin einmal quasi umgangen habe. Sie folgt mir aber nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Egal, ich versuch's einfach. Vielleicht will sie mir nur nicht im Weg stehen. So, wo war das denn jetzt? Wir stellen das mal hier drauf und müssen feststellen, dass das gar nichts gebracht hat. Nee, ich gehe nochmal zu ihr zurück. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Das fällt der Tante aber auch nicht vorher ein, ne? Oder sie hat irgendwas wieder gesagt, was ich nicht mitbekommen habe. Mann, du sollst nicht schwingen. Kletter da einfach rüber. Und hoch mit dir. Ach, die Leiter habe ich natürlich nicht gesehen. Außer Spesen nichts gewesen. Oh, wollen wir schwimmen gehen? Komm, Chloe. Schere, Stein, Papier, wer sich zuerst auszieht. So. Sie hat scheinbar keine Lust. Ich gehe trotzdem mal baden. Hey, check it out. Marco. Wirklich? Nein. Marco. Ein paar Bahnen schwimmen. Polo. Findet sie scheinbar nicht so witzig wie ich. Du bist so unprofessionell. So, was finden wir denn hier ganz oben? Eine Bar. Ja, wir könnten uns jetzt hier einen schönen Tag machen. Aber ich habe so das blöde Gefühl, dass sie da nicht so von begeistert sein wird. Aber hier geht es nicht nach oben. Ein Sprung in den Pool. Da ist ein Seil. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir da irgendwie nach oben kommen. Kann man hier irgendwie... Na, wenn das mal nicht gewollt aussah, war es aber in Wirklichkeit nicht. Das war jetzt einfach nur ein Versuch. So, ich denke mal, wir warten jetzt auf sie und dann können wir hier mit runterfahren. Nicht? Na doch, komm, das muss doch jetzt hier irgendwie funktionieren. Brauchen wir hier noch irgendein Item? Nein. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er.
Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? War ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Und wie wir diese Rutsche hier runterrutschen und uns vor den Hubschraubern in Sicherheit bringen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst und tschüss.